Tja, jetzt stehe ich hier vor der Bahnschranke. Und jetzt rollt hier in Zeitlupengeschwindigkeit wieder mal so ein Monsterzug. So ein Monsterzug vorbei. Beladen mit Kohle. Diesmal kann man das auch richtig erkennen. Der ist jetzt beladen. Den anderen, den ich vorhin gefilmt hatte, der war leer. Der ist schon randvoll. Mal gucken will. Und ich weiß auch nicht, wie viele Waggons das sind, wie lange ich hier noch stehen muss. Aber, eieiei. Das sind richtige Klamotten. Sensationell. Will auch kein Ende nehmen. Aber das sitzen wir einfach mal aus. Ja, bin immer noch auf dem Oregon Trail. War eben auf so einem Friedhof hier beim Oregon Trail, wo viele Leute aus der Zeit damals umgekommen sind. Aber auch, da werden auch normale Leute hier aus der Gegend beerdigt. Dann war ich in Chimney Rock, habe ich auch gefunden, liegt hier auch auf der Strecke. Ich stehe hier kurz vor Bridgeport, heißt die Ortschaft. Und Chimney Rock, das ist schon ziemlich beeindruckend. Auch sehr viele, was heißt sehr viel, also das, der Rock ist beeindruckend. Und der muss auch beeindruckend gewesen sein für die Siedler, die damals aus dem Osten hier in den Westen gekommen sind. Aber das war echt eine harte, das muss eine harte Zeit gewesen sein. Da mit so einem alten Gespann, mit so einem Chuckwagon und zwei bis sechs Pferden vorne angespannt, hier durch die Gegend. Und da gab es ja noch, hier gab es ja gar nichts, hier gab es damals Cholera. Also hier haben sich so viele Leute angesammelt, dass hier Cholera ausgebrochen ist. Die sind hier gestorben wie die Fliegen. Und alles nur, um im Westen zu kommen. Und der zweite, über eine Viertelmillion, hatte ich aber vorhin schon gesagt. Und der zweite Track, der kam, wo das richtig abging hier, war, wo Gold gefunden worden ist, der Goldrausch. Und das zog die Leute natürlich an wie die Fliegen. Also, Attacke, alle Mann hin. Und das große Glück mit dem Goldrausch. Hier ist mein Money. Zugmaschinen. So, geht gleich weiter. Ich mache jetzt aus. Tschüss.